Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen dir und mir und der Erde. So heißt es im ersten Buch Mose im 9. Kapitel. Die Corona-Pandemie erinnert mich an die biblische Geschichte von Noah und der Arche. Damals war es der alles überschwemmende Regen. Heute der weltweit grassierende Virus. Damals die Arche. Der Kasten, in dem Noah eingepfercht war, heute das Zuhause, die Kontaktsperre. Aber warum ich vor allem an diese Geschichte denke, ist der Ausgang der Geschichte. Es ist eine Bewahrungs-, eine Rettungsgeschichte. Rettung ist schön, aber sie ist kein Spaß. Sie kann sehr anstrengend und herausfordernd sogar gefährlich sein. Neulich übte die Feuerwehr eine Höhenrettung am Turm der Marktkirche. Zwei Feuerwehrleute seilten sich aus 70 Meter Höhe ab, eine Person im Schlepptau. Atemberaubend. Ich hätte mich nicht freiwillig als Übungsperson zur Verfügung gestellt. Das war kein Spaß. Aber es hat geklappt. Und es ist gut zu wissen, so eine Rettung ist möglich. Die können das. Den Noah zu retten, als plötzlich der Regen kam, als allen das Wasser bis zum Hals stand, war auch kein Spaß. Die Arche, ein Holzkasten, nur eine große Tür, ein Fenster, mehr nicht. Und dann da rein und drinnen bleiben. 150 Tage Regen und nochmal 40 Tage, bis es trocken wird und nochmal 7 und nochmal 7 und nochmal 7. Wirklich kein Spaß. Aber es hat geklappt. Noah hat ausgehalten und kam da heil raus, gerettet. Wunderbar. Wer die Geschichte in der Bibel nachliest, gleich im ersten Buch der Bibel, Kapitel 6 bis 9, dem wird auffallen, dass Noah gar nicht viel sagt. Er fragt nicht, er diskutiert nicht. Er macht einfach und ist dabei ziemlich ruhig. Wenn ich Noah wäre, ich hätte viele Fragen gehabt und Zweifel. Warum machst du das, Gott? Warum lässt du eine solche Zerstörung zu? Und wenn du mich retten willst, ging es nicht vielleicht ein wenig komfortabler als in so einem Kasten? Und bitte sag mir, wie wird es denn danach weitergehen? Noah sagte nichts. Er baute die Arche, er geht rein, er hält aus und am Ende geht er wieder raus, gerettet, sagenhaft. Ich weiß nicht, wie lange die Kontaktsperre für uns sein wird, wie lange wir aushalten müssen und natürlich habe ich ganz viele Fragen. Aber ich ahne, dass es vielleicht gut sein könnte, es so zu machen wie Noah. Einfach nur machen, aushalten, vertrauen. Zumal wir rausgehen können, einkaufen können, spazieren gehen können. Wie gesagt, Rettung ist kein Spaß. Sie ist anstrengend, herausfordernd und gefährlich. Schön ist die Rettung erst am Ende,
wenn alles geklappt hat. Noah macht mir Mut. Man kann es aushalten und es kann gut gehen. Gott bewahrte ihn und versprach für alle Zeiten, nie wieder die Erde zu verderben. Dafür soll der Regenbogen ein Erinnerungszeichen sein. Noah konnte ihn erst ganz am Ende sehen. Wir können ihn vielleicht schon jetzt sehen, beim Spazierengehen, uns Mut machen damit. Gott will retten und bewahren, nie wieder verderben. Das hat er Noah versprochen. Das gilt bis heute für ihn, für dich, für mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.